an der Messe gefällt mir, dass es so ist wie ein Klassentreffen. Ja, man trifft all die erstmal vom Verlag, die man natürlich ganz selten auf einem Fleck sieht und die für den Erfolg ja maßgeblich verantwortlich sind. Man trifft aber auch nette Autorenkollegen. Ich habe den Markus Heitz getroffen, den Peter Prange, Wolfram Fleischhauer. Und das ist natürlich eine schöne Dichte. Das hat also wirklich so einen Klassenfahrtcharakter. Es geht um einen sadistischen Augenarzt, der seinen weiblichen Opfern im wahrsten Sinne des Wortes die Augen öffnet, indem er ihnen die Augenlider entfernt und sie in einem Spiegelzimmer vergewaltigt. Das ist natürlich gibt es einen bestimmten Grund dafür und er ist schon in Haft, was es erstmal erstaunlich macht, aber er muss wegen eines ganz bestimmten Grundes auf freien Fuß gesetzt werden, obwohl selbst die Verteidiger sagen, bitte haltet den in Haft. Die Polizei klammert sich an eine letzte Hoffnung, nämlich an eine blinde Augenzeugin, Alina Grigorjev, um alles dran zu setzen, dass dieses Monster, was garantiert rückfällig werden wird, nicht wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Also schon beim Schreiben des ersten Bandes der Augensammler, den man übrigens nicht gelesen haben muss, um den Augenjäger zu verstehen, wusste ich, dass die Menschen, die mir überhaupt ermöglicht haben, diese blinde Hauptfigur zu zeichnen, nämlich 20 Blinde und Sehbehinderte, die alle in der Danksagung erwähnt sind, dass die mir so viel Input gegeben haben, dass ich wusste, das reicht für einen einzigen Roman gar nicht aus. Ich habe unglaublich faszinierende Dinge gelernt. Beispielsweise, wie träumt jemand, der noch nie in seinem ganzen Leben etwas gesehen hat? Träumt er in Bildern? Nein, natürlich nicht. Er hat keine Bildern, Geräuschen und Gerüchen. Wie lebt jemand, der blind ist? Wie trennt er den Bund von der Weißwäsche? Wie zählt er das Geld ab beispielsweise? Hat er Spiegel zu Hause? Sind da Glühbirnen in den Lampen? Also alles Kleinigkeiten, Details, die finden in einem Buch gar nicht Platz. Das sollte auch kein Sachbuch werden. Das fand ich so faszinierend, dass ich wusste, also diese Person, die muss noch mal ein bisschen weiterleben. Das hängt eher mit dem Thema Blindheit zusammen, weil ich eben gemerkt habe, wir sehen nicht mit dem Auge. Wir sehen mit unserem Gehirn. Alina Grigorjev sieht und besser als so mancher Sehende, weil optische Täuschung beispielsweise keine Rolle für sie spielen. Es gibt ja auch in der Kriminalistik, ist manchmal so eine Zeugenaussage, was ist die wert? Kaum etwas. 10 Leute sehen etwas, es gibt 11 verschiedene Meinungen. Ein Blinder spürt, hört, riecht, fühlt, die anderen Sinne sind viel geschärfter. Und das Auge als Fenster zur Seele in einem Psychothriller hat natürlich auch einen bestimmten Hintergrund, wobei ich das explizit nicht glaube, dass Augen ein Fenster zur Seele sind, denn sonst würden Blinde, deren Augen beispielsweise getrübt sind, verschlierte Fenster haben und das glaube ich nicht. Und es geht für mich eher um das Thema Blindheit. Verhaltensauffällige Menschen in meinem näheren Umfeld. Ich bezeichne, das steht ja auch auf meinem T-Shirt, Irrenmagnet. Ich bezeichne mich selbst als Irrenmagnet. Das ist die Tour, das Motto meiner Lesetour, um einfach mal zu beweisen, nicht ich laufe in die falsche Richtung, sondern viele Menschen, die seitdem ich mich auch mit den menschlichen Abgründen und Macken und Neurosen beschäftige, treten vermehrt in mein Leben und ich erlebe skurrile Situationen, selbst auf der Lesereise oder in meinem privaten Umfeld. Ich habe zahlreiche Freunde, die mich zur Psychotherapie schon inspiriert haben. Nein, also ehrlich gesagt, beim Schreiben ist so ein leicht schizophrener Zustand. Ich versuche wirklich in die Figur einzutauchen, mir vorzustellen. Alina kommt nach Hause, macht sie das Licht an? Nee, natürlich nicht. Warum sollte sie? Gibt es da überhaupt einen Lampen? Gibt es da einen Spiegel? Ja, hat sie, wie ich erfahren durfte, weil sie natürlich auch sehende Gäste hat. Also da probiere ich mich richtig reinzudenken. Und wenn ich dann so abtauche, dann erschrecke ich mich schon manchmal über die fremde Frau, die plötzlich neben meinem Schreibtisch sitzt. Und da fällt mir ein, ach, das stimmt ja, du bist ja gar nicht in dem dunklen Keller, du bist zu Hause und die Frau neben deinem Schreibtisch ist deine Frau und du hast schon mal wieder das Abendbrot vergessen. Also das kann passieren, aber das ist eher nicht gewollt. Ehrlich gesagt war das so, dass die sich bei uns gemeldet haben, die Amerikaner. Wir hatten schon immer gedacht, wir wollten das, damit wir es auch auf Festivals zeigen können, auch eine englische Fassung dieses Films haben, wollten ein, zwei Amerikaner oder Briten dabei haben. Und da gibt es im Internet Listen, und sind, wo die kurzen Klappentexte, kann man schon sagen, will, von dem, was verfilmt werden soll. Demnächst, das wird da veröffentlicht. Und die Agentur von Eric Roberts, das ist der Bruder von Julia Roberts oder von Peter Green, der in Pulp Fiction mitgespielt hat, die haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, das hört sich interessant an, können wir da mitspielen? Und dann haben wir gedacht, dann wurde es immer größer. Also dass jetzt mittlerweile 50% Amerikaner sind, 50% sind Deutsche, unter anderem haben wir eben
dass Dieter Duris ist, Daniela Ziegler, Clemens Schick, aber auch Ben Becker, der eine Hauptrolle spielt. Das hält sich so die Waage und es wird, obwohl es auf Englisch gedreht wurde, natürlich eine deutsche Premiere geben, deutsch synchronisiert, weil es ja auch ein deutsches Buch ist. Also, ganz ehrlich, es gibt leider nicht so diesen Punkt, wo man weiß, man ist fertig. Nach dem ersten Entwurf denkt man immer, das ist jetzt perfekt, weil man ja auch schon sein 7. Buch geschrieben hat und da kann ja jetzt nicht mehr so viel zu kritteln sein. Und dann kommt man das mit 250 Anmerkungen von so einem Lektorat zurück. Das sind natürlich jetzt nicht immer gravierende Anmerkungen. Manchmal geht es um ein Wort, aber meistens sind es auch Fragen. Also nach dem Motto, würde diese Person wirklich in dieser Situation zum Telefon greifen oder würde sie nicht zuerst was anderes machen? Das sind also Verständnisse. Frage. Es ist nicht so, dass das Lektorat, das ich früher übrigens immer für einen besseren Rechtschreibservice gehalten habe und mittlerweile merke, dass ohne Lektorat geht es überhaupt gar nicht. Ich habe zwei Lektorinnen mittlerweile, Caroline Grill, Regine Weißbrot, die sich diese Bücher, das Buch durchlesen und dann mit der Sokrateschen Methode mir eine Frage stellen und meistens merke ich schon alleine, dass es eine Frage aufgeworfen hat, da muss ich nochmal ran, damit diese Frage nicht provoziert wird oder ich muss sogar auch eine Antwort darauf finden und so, dass ich immer 3, 4, 5 Fassungen habe und am Ende geht es Wort für Wort, Satz für Satz und bis es dann soweit ist, hat man also nicht diesen einen Moment, den man sozusagen feiern kann. Man kann diesen Moment eigentlich nur feiern, wenn das Buch zum allerersten Mal sozusagen vom Verlag ausgeliefert wird und man hat es dann in den Händen. Ich habe zuletzt gelesen in John Grisham das Geständnis. Nein, es gibt kein Buch, wozu ich nicht stehen würde, dass ich es gelesen habe. Ebenso wahnsinnig viele Bücher. 2 an einem Tag habe ich zuletzt gelesen. Ein tolles Buch, kein Psychothriller. Natürlich hätte ich Harry Potter gerne selbst geschrieben. eigentlich jedes gute Buch, was ich aus der Hand lege und sage, wow, wie hat die Autorin, wie hat der Autor das geschafft? Und ich wünsche mir dann kurz, ich habe selbst geschrieben und dann ist die Motivation für mich, das Buch zuzuklappen, an den Schreibtisch zu gehen und dann zu probieren, etwas zu schaffen, was eventuell auch an die Qualität dann herankommt.